Ich kann mich an die Situation erinnern, wie dann der Max seine Vocals aufgenommen hat und Sebastian sitzt mir dann gegenüber und dreht sich um zu mir und sagt, ey, das hat voll den AC/DC-Vibe. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt allerdings. Kommt jetzt nicht aus dem Musikalischen, sondern eher so, wie der Max dann zum Singen angefangen hat. Das war irgendwie so total dahingegroovt, nenne ich es jetzt. Und so punktiert und so achtelmäßig, so, ich sage jetzt einfach total schier, leicht gerappt. Finde aber total cool, weil es halt genau irgendwie diesen Vibe umertragt. Devil in the Deep Blue Sea ist ein bisschen komplexer, sage ich mal, vom lyrischen Aufbau her. Hat viel, sage ich mal, damit zu tun, mit Verzweiflung und auch ein bisschen mit sich nicht ganz sicher sein, was um einen herum passiert. Also ein bisschen so in diesem Zustand zu stecken, wo man sich nicht ganz klar drüber ist, für was man sich entscheiden soll. Was die Nummer am allercoolsten macht, ist natürlich dann der Refrain. Der Refrain ist einfach, ich nenne es jetzt einfach mächtig. Ich glaube, es war auch einer der schwierigsten Songs, jetzt rein vom Refrain her. Wir sind da erst im Studio drauf gekommen, dass wir das machen können, dass wir so eine Call-and-Response-Geschichte einbauen. Max singt vor und dann haben wir im Hintergrund einen Chor von drei Damen. Wo man natürlich auch mit dem Club Vakuum die super tolle Möglichkeit haben oder gehabt haben, dass die Leute einfach so wahnsinnig musikalisch sind, dass du einfach quasi die Leute fragen kannst, ob die einen Chor singen und dann hast du einfach einen perfekten Chor. Lorena, Kathi und Rosi, die haben das super cool gemacht. Die antworten wunderschön auf das, was der Max vorsingt. Wir haben uns da ein bisschen zusammengesetzt, haben Ideen gesammelt und die eigentlich dann einfach im Studio umgesetzt. Also Rosi hat sehr tiefe Parts übernommen, die Kathi auch die ganz, ein bisschen die höheren und ich war so irgendwie in der Mitte und auch ein bisschen bei den tieferen Parts dabei und dann haben wir eigentlich einen super coolen Background zusammengebaut. Bei dem Aufnehmen der Backing Vocals muss ich sagen, das war recht cool, dass die Lorena da mitgewirkt hat. Dadurch, dass sie sowas einfach schon öfter gemacht hat, war das, glaube ich, für mich und die Rosie, die das noch nicht so oft gemacht haben, das hat das Ganze einfach sehr erleichtert. Die Lori hat da einfach immer ganz viele tolle Ideen gehabt und uns auch ein bisschen geholfen, das umzusetzen. Und deswegen hat sich das, glaube ich, einfach perfekt ergänzt. Total cool, dass da der Chor einfach in diesem Response-Part ist. Gibt eine extrem schöne Dynamik einfach. Ich kann es nicht anders beschreiben, das ist so, wie es im Text dann auch geht, es ist ein Sirenenchor und es funktioniert wunderschön. Und es macht, glaube ich, die Nummer ums Zehnfache besser, als es man überhaupt ausmachen hätte können. Ich finde, bei so Songs ist es immer wichtig, dass jeder rein interpretieren kann, was er möchte. Also sie müssen breit geschrieben sein. Aber im Grunde geht es darum, dass man sich nicht klar darüber ist, ob man jetzt nach links oder rechts gehen soll. Nachdem das Ganze einfach mit Max besprochen war, wie er das auslegen möchte, das nautische Thema, habe ich schauen müssen, okay, welche Musiker, wie setze ich die Musik dann um? Und dann war es dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich mir halt dann am Schlag gesagt, natürlich den Sebastian hole. Victor hat dann Bass gespielt, das war irgendwie für mich, keine Ahnung, das war einfach so ein marschierender Rock, wo man gedacht hat, ich glaube, das würde Victor einfach mal taugen, dass er das spielt. Und das war im Studio dann auch so, der hat das gespielt und dann war einfach straight da jedes Mal und passt, funktioniert. Ich habe mir ein bisschen gehen lassen können dabei. Mehr gehen lassen, als ich sonst mache, wo ich ein bisschen erst reinkommen habe müssen natürlich, weil ich das so nicht gewohnt bin, aber ich habe dort ein bisschen was lernen können darüber, okay, man kann präzise sein, aber trotzdem smooth, laid back spielen und einfach ein fettes Rockbrett hinlegen können. Also, das war schon ziemlich nice. Und beim nautischen Thema, wo es dann echt um Piraten auch geht, haben wir einen Mark holen müssen, weil der Mark ist einfach genau für das gemacht und es ist einfach Rock ist seine Geschichte. Mark ist drauf, Mark hat es dann noch cool aufgewertet, leichte Akzente, dort und da gesetzt. Mit Marc war auch immer super cool im Studio arbeiten. Beim Song The Devil in the Deep Blue Sea habe ich Rhythmusgitarre gespielt, habe teilweise Overdubs gemacht mit Overlays für also in Oktaven drüber gespielt.
wir haben uns auch super cool irgendwie ergänzt und sagen, hey, probiert das einmal. Hat immer cool funktioniert. Und vor allem da, glaube ich, hört man es auch sehr gut. Vor allem in diesem Riff, den der Marc dann auch gespielt hat, so zwischen Intro und erster Strophe. Es sind nur Leger, aber Marc hat das super cool hingelegt. Hat auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, weil es jetzt einfach durch diese Motive irgendwie ganz was anderes ist und durch den Chor irgendwie ganz was anderes geworden ist, als wir uns, glaube ich, vorgestellt haben, wie wir den Song geschrieben haben. Und das ist irgendwie, das ist so cool, weil er so bezeichnend ist für das Projekt, auch, dass da vor allem, muss man ja auch sagen, jetzt da mal, es ist quasi das Projekt vom Kri. Und er hat aber allen Leuten da irgendwie so viele Freiheiten gegeben, dass jeder sie irgendwie entfalten hat können. Und ich glaube, deswegen sind die Sachen auch so gut geworden. Da es für mich auch die erste Erfahrung in einem Studio war, war das halt sehr überwältigend, ins Rockstudio zu kommen und zu sehen, okay, wie viele Gitarren da vor Ort vorhanden sind und wie viele verschiedene Verstärker. Das ist für jeden Musiker ist das so der Toys R Us unter den Gitarren und Verstärkern. Und bin selber mit meinen ganzen Gitarren hingekommen und wir haben dann aber auch halt verschiedenste Gitarren einfach durchprobiert, je nachdem, welche für welchen Song halt funktioniert hat. Und ja, die Auswahl war einfach eh schon fast too much to handle. Und haben dann auf verschiedensten Songs eben die unterschiedlichsten Gitarren verwendet und halt auch verschiedene Verstärker dafür verwendet, je nachdem, welchen Sound wir abgezielt haben. Und das funktioniert im Rockstudio halt extrem gut, weil da einfach extrem viel Equipment vorhanden ist. Das Arbeiten im Rockstudio mit dem Sebastian ist natürlich super entspannt. Er ist ein erfahrener Produzent einfach und Ingenieur. Und das ist einfach, er holt das Beste aus dir raus. Also lyrisch stand ja eh alles schon da und er hat mich echt gepusht, da das Beste irgendwie zu machen. Das war total cool. Beim Arbeiten ist es mit ihm einfach total krass, weil so viel Feedback auch kommt und nicht einfach, es wird nicht einfach hingenommen, ja, na passt eh, sondern er sagt, auch wenn es wirklich mal ein Schaß war, sag ich jetzt einmal, gell? Und so ist das Arbeiten einfach unglaublich toll zusammen und ich bin meistens dann so eine, die dann bei so Chören oder so vielleicht auch zu viele Stimmen probieren möchte und er war schon dann, okay, passt. Ohne Kommentar ist schon die neue Spur da, dann wird das halt irgendwie weiter, wird weiter ausprobiert. Und auch, also ich arbeite irrsinnig gern mit dem Rockstudio eben zusammen und das ist einfach immer total, total lässig und total cool. Das Rockstudio ist eines der Studios in Österreich, die sicher federführend sind für die Genres Rock, Pop und Metal. Das kann natürlich ausgedehnt werden auf Soul, Blues, Country etc. Aber man kann sagen, alles was handgemachte Musik sozusagen ist, auf das sind wir spezialisiert. Wir sind eines der wenigen Studios noch, die wirklich fast ausschließlich analog arbeiten. Man sieht das auch hier im Hintergrund, das große Mischpult, das Outboard-Equipment. Wir sind ein Team von zwei Personen, Sebastian Wurm und ich eben. Sebastian ist hauptsächlich zuständig für die Recordings, also sprich die Aufnahmen, für teilweise die Nachbearbeitung und für das Mastering. Und ich bin eigentlich ausschließlich zuständig für den Mixdown, also für das Mixing, das analoge Mischen der Songs. Nachdem das Hauptrecording im Rockstudio eigentlich fertig war, haben uns der Kri und ich noch zum Sebastian in sein Homestudio gesessen und haben da noch ein paar kleinere Overdubs gemacht und haben für ein paar Songs eben auch Synths gemacht. Und es war auch sehr interessant, da eben echt in diesem kleinen Kern von uns drei Jungs eigentlich zusammenzusitzen und da halt nochmal überlegen, okay, was können wir noch zu den Songs beitragen, was so unterschwellig, sage ich, ein bisschen arbeitet und trotzdem einfach fett wirkt und die Songs einfach fetter macht. Und das bietet sich beim Sebastian daheim extrem gut an, weil er einfach extrem viel Synths hat und da kann man sich richtig austoben mit verschiedensten Sounds und das haben wir in dem Fall auch gemacht. Ich kann mich auch noch erinnern, beim Martin, seinem Song Get What You Need, haben wir zum Beispiel auch Rimshots hinzugefügt, die dann eigentlich über ein Schneidbrett entstanden sind.
und solche Geschichten einfach. Und das war auch ein bisschen außerhalb der Box denken bei solchen Sachen, nicht immer rein nur, sage ich mal, im Studio Space irgendwie denken mit dem, was man da hat, sondern einfach auch schauen, okay, welche Sachen habe ich gerade rumliegen, wie kann ich die zu meinem Vorteil verwenden, wie können die was Cooles zu den Songs beitragen. Und das ist bei dem Projekt einfach sehr oft irgendwie der Fall gewesen, meiner Meinung nach. Und das macht es einfach zu was sehr Besonderem. Die ursprüngliche Intention hinter dem Projekt war von mir einfach zu schauen, wie kann ich Musik mit anderen Menschen machen. Ich habe einfach verschiedene Musiker geholt und aus verschiedenen Bands und man hört in jedem Song die Einflüsse, wo sie herkommen und man hört eigentlich in jedem Song auch immer die Band, wo sie herkommen. Man hört immer sofort, zum Beispiel mit David hört man Contact High, bei Lorena hört man einfach, wo sie herkommen, Jailhouse Gang, Max hat mir jetzt einfach... mit jeder Sekunde immer größer und größer geworden und habe mir gedacht, es wäre zu schade, wenn man einfach nicht mehr draus macht. Und ich will jetzt einfach mit dem Ganzen abschließend einfach jedem eine Plattform bieten und habe dann auch versucht, nach dem Ganzen, also nachdem das Ganze musikalisch gestanden ist, noch mehr Leute ins Boot zu holen. Und das ist auch super, super gegangen. Wir haben ein cooles Fotoshooting gehabt mit Nico. Echt, die Fotos sind mega cool geworden. Ich habe dann auch die Songs noch einmal mastern lassen, vom Dario super profitiert. Und über das ganze Label, wo das jetzt auch läuft und das ja immer nach außen getragen wird, RR Record. Um den Künstlerinnen und Künstlern ihre Musik, damit die das nach außen tragen können, kann ich das nochmal sagen? Das war voll scheiße. Unser Ziel ist es eben, in diesem schon vorhandenen Netzwerk, das WAC Music ist, mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern, den Leuten eine Plattform zu geben, um ihre Musik nach außen zu tragen. Das heißt, nicht nur unterstützen wir die Leute beim kreativen Prozess, sondern wir schaffen es auch oder versuchen auch unser Bestes, die dann weiterzuschicken an Leute, die diesen kreativen Prozess noch weitertragen können. Sprich, hochqualitative Studios, hochqualitative Artwork-Künstler, Videokünstler, die das ganze Endprodukt einfach noch einmal verbessern können. Und nachdem wir alle halt so gut miteinander vernetzt sind, jeder irgendwie jeden kennt, macht es das relativ einfach und macht auch sehr viel Spaß, dann wirklich so viele Leute um sich zu haben, die alle so ihre Expertisen haben und die sich immer so einsetzen für die Grazer Musikszene. Und das ist sehr, sehr schön und da bin ich sehr froh, dass wir da unseren Beitrag leisten können. Es ist leider nur ein kleiner Querschnitt so quasi durch die Grazer Musikszene, weil die Grazer Musikszene ist spitzenmäßig und es gibt wahnsinnig viele talentierte Musiker da draußen. Und das Projekt zeigt irgendwie, wie viel Talent eigentlich
in Graz und wenn man jetzt schaut, eben so allein, so in einem so Dunstkreis, in einer Bubble in Graz, von denen es einige gibt, was da rein kreativ und rein künstlerisch so passiert. Und ich finde, es wäre ein Projekt, das sehr nachahmungswürdig ist. Also man sollte viel mehr gemeinsam Musik machen.